Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Ja, hier kommt noch ein Erklärvideo zum Thema Verwalterzustimmung. Was ist die Verwalterzustimmung? Die Verwalterzustimmung nach § 12 WEG, Wohnungseigentumsgesetz, aus Gabler Lexikon Baufinanzierung. Zur Sicherung aller Belange der Eigentümer ist vielfach in der Teilungserklärung, dazu können Sie sich mein anderes Video zum Thema Teilungserklärung bitte anschauen, eine Verwalterzustimmung verankert in dieser Teilungserklärung. Diese ist auch teilweise im Grundbuch vermerkt. Die Verwalterzustimmung dient dazu, dass kein finanziell oder persönlich unzuverlässiger Eigentümer in die Eigentümergemeinschaft kommt. Der Verwalter kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Also das Ganze kommt zum Tragen in der Regel nur bei Mehrfamilienhäusern, logischerweise. Da muss der Verwalter zustimmen. Und das ist wohl mal in den 50er Jahren entstanden, hat mir mal ein alter Notar erklärt. Das heißt, das war eine Anlage, wohl eine Dame das als Etablissement zur Einkommenssteigerung benutzt hat, also so im horizontalen Gewerbe. Und daraus ist das angeblich mal entstanden. Das heißt, sollte der Verwalter den Verdacht haben, dass dieser neue Eigentümer, der die Wohnung kauft oder gekauft hat, entweder irgendeine dubiose Geschäfte macht, also Prostitution und ähnliches, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Kaufpreis und die laufenden Kosten nicht bezahlen kann, dann kann, darf und sollte wahrscheinlich der Verwalter seine Verwalterzustimmung nicht geben, das ablehnen. Das zum Thema Verwalterzustimmung. Baufinanzierung Schütt.